Probeschwünge sind in meinem Spiel Schulungsschwünge. Und warum das so ist, das erzähle ich dir im heutigen Video. Unbedingt bis zum Schluss schauen, damit du den Zusammenhang verstehst. Jetzt, 14 verschiedene Golfschläge dürfen wir mitnehmen. Und aufgrund der Situation wählen wir einen. Jetzt, wenn wir den in die Hand nehmen, jeder Schläger hat ein anderes Gewicht in deinem Golfbag. Und zuallererst geht es eigentlich darum, das Gewicht zu spüren. Das ist das, was ich möchte. Zu schwingen. Und nachher, aufgrund von dem, was ich nachher dann auch vorhabe, den kompletten Golfschwung nachher machen, um zu spüren, ob das, was ich jetzt gerade da möchte umsetzen, ich kann umsetzen. Wenn diese Schulung nachher dann einmal gemacht ist, erst dann gehe ich nachher über zum Golfball, ziele noch einmal, schaue noch einmal und jetzt versuche ich genau das, was ich mir vorne geschult habe, eigentlich umzusetzen. Ich hoffe, das hilft dir, ein bisschen klarer zu sein bei den nächsten Schlägen, die du machst oder bei allen Schlägen, die du machst, weil jeder Golfschlag ist ein Unikat. Und wenn wir uns zuerst schulen tun, bevor wir spielen, haben wir, glaube ich, einen grossen Vorteil anderen gegenüber, die einfach würden herstehen und spielen. In diesem Sinn wünsche ich dir viel Spass beim Trainieren und beim einfach besser wählen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.